So, hallo Santa. Hallo. Du bist ja hier gerade bei deinem ersten Dreh von der Serie Wenn du dich traust. Ja. Sag mal, wolltest du eigentlich schon immer Schauspielerin werden? Eigentlich wollte ich schon immer was im künstlerischen Bereich machen. Also ich wollte erst Gesang studieren, Jazzgesang. Und darunter hatte ich auch Schauspiel und Tanz. Und da habe ich dann so Schauspielerei für mich entdeckt und dachte, okay, Singen habe ich für mich, die Technik weiß ich jetzt. Das Einzige, was ich brauche, ist den Grund zu erlernen von Schauspielerei und das hat mich total interessiert. Und was würdest du jungen Menschen raten, die auch so in die Richtung wollen, Schauspiel oder Gesang? Also unbedingt eine Ausbildung zu machen. Also das ist wirklich, man braucht echt Techniken, Grundtechniken. Wie lache ich auf Anhieb? Wie bin ich traurig auf Anhieb? Man lernt so viel, auch einfach frei und sich auszuprobieren und zu wissen, was möchte ich machen in Schauspielerei? Ich meine, es ist so groß gefächert. Möchtest du Theater machen? Möchtest du Film und Fernsehen machen? Und ja, das würde ich jedem raten. Und dahinter zu stehen und auch wenn es mal anstrengend ist und man müde ist und man nicht weiter weiß, einfach überlegen, was möchte man. Und an sich selbst glauben wahrscheinlich. Genau, an sich selbst glauben. Das ist das, was ich gesucht habe. Danke. Und wie kam es jetzt, dass du in der Serie Wenn du dich traust mitspielst? Das war so, ich spiele ja gerade bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Darüber habe ich auf einer Party, auf unserer Firmenparty, jemanden kennengelernt und der war sehr interessiert und wir haben darüber gesprochen, über das Projekt und ich fand es total spannend und dachte, dafür möchte ich mich gerne einsetzen. Und so kam das. Seitdem bin ich jetzt dabei. Die Serie heißt ja Wenn du dich traust. Ja. Gab es schon mal in deinem Leben Momente, in denen du dich überwinden musstest, in denen du dich trauen musstest? Auch ganz oft. Das hatte ich Momente, zum Beispiel, wenn ich Auftritte hatte und singen musste oder spielen auf einer Bühne. Ich habe davor auch Theater gemacht. Also das war wirklich, ich habe immer Lampenfieber und das gehört immer dazu, trau dich und geh raus. Und wenn man dann draußen ist, dann geht es. Die Serie wird ja auch interaktiv sein. Ne? Also die User können ja direkt dran teilnehmen. Wie findest du das eigentlich? Das finde ich super. Das heißt ja eigentlich Politik, ne? Also wir agieren zusammen daran und arbeiten daran an diesem Projekt. Und das finde ich schon ziemlich gut. Aber es ist auch bestimmt eine große Herausforderung dann für die Darsteller und für dich, oder? Bestimmt, aber dafür bin ich Schauspielerin geworden. Interessierst du dich auch für Politik oder nicht so? Doch, ich interessiere mich auch für Politik. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht gemacht. Sehr sogar, ja. Ich diskutiere auch ganz viel und rede mit Freunden, was die darüber denken. Und so informiere ich mich eigentlich, ja. Es gibt ja viele junge Leute, die das langweilig finden, ne? Oder die sich einfach nicht dafür interessieren, weil sie auch vieles nicht verstehen. Ja. Was würdest du sagen, wie kann man jungen Menschen, die vielleicht auch jünger sind als du, so 16, 17, Politik so vermitteln, dass sie es cool finden? Ich würde sagen, mit diesem Projekt, was ich jetzt mache. Ich glaube, das ist das Beste, einfach den Leuten auch zu erzählen. Wir sind alle einfach, Politik ist nicht irgendwie was anderes, was Höheres, sondern es gehört mit uns. Wir brauchen Politik. Und darfst du schon ein bisschen was verraten, welche Rolle du so spielen wirst und worum es eigentlich geht? Also was ich verraten kann, ist, dass ich eine Sängerin spiele und ich suche Tänzer. Und das war's, also seid gespannt.